Was geht ab, Mann und Z-Fighter, außer dir? Und heute im Showcase zum neuesten Prime Battle LR auf 100% gebracht. LR Super Saiyan Free to Play Vegeta an der Stelle. Wir gucken uns gleich alle Informationen und Details zu ihm erstmal an und gehen dann rüber in ein Showcase zu ihm, beziehungsweise packen in ein Team und showcase ihn dann auf 100% den Boy hier im Pure Saiyan Team. Natürlich ist die einzige Kategorie, in der er drinnen ist. Aber bevor wir das Ganze machen, mal ganz kurz, woher bekommt man den Boy eigentlich? Ist nämlich, wie gesagt, ein Prime Battle LR aus seinem eigenen Prime Battle Event, ist momentan täglich online. Aus Stage 1 droppen die Kopien, je nachdem wie viele ihr braucht. Wenn ihr quasi ihn komplett free to play auf LR Status SA20 bringen wollt, dann braucht ihr 24 Kopien, um quasi 2 auf SA10 zu bringen, 2 auf den LR Status zu bringen, einen davon als Trainingspartner zu benutzen für denjenigen, dessen Dupes offen sind. Und dann quasi habt ihr ihn auf SC20. Diejenigen, die das nicht machen wollen, die ihn nur quasi auf SC10 bringen wollen und dann ab SC10 bis 20 Elder Kai, Grand Kai etc. benutzen, die brauchen 14 Kopien und diese 4 benutze immer bitte, um die Dupes des Charakters zu öffnen. Außerhalb davon auf Stage 2 bekommen wir dann die Medaillen, um ihn von der UR-Version auf die TUR-Version zu bekommen. Für eine Kopie ist das jeweils 15 Stück, wenn ihr Zeit braucht, 30 Stück. Und dann brauchen wir, um einen auf den LR-Status zu bringen, 777 Medaillen auf Stage 3. Wenn ihr das zweimal machen müsst, Logo mal 2, 1554 sollten das an der Stelle sein. Okay, so viel dazu, woher man ihn bekommt. Nun schauen wir uns erstmal detailreich an, was hat denn der Dude drauf? Beziehungsweise, Freunde, lasst uns erstmal klären, was kann man oder was darf man denn eigentlich von Prime Battle, von Free-to-Play Prime Battle LR erwarten? Das ist nämlich eine wichtige Frage, damit ihr auf demselben Grund sind, damit ihr von derselben Basis ausgehen. Denn, wenn ich das kurz so zusammenfassen darf, gibt es meiner Meinung nach 3 Arten von Free-to-Play-LR und ich werde jetzt nur noch von Free-to-Play-LR reden. Die erste ist, und damit auch so, wenn ich es kategorisieren darf, mehr oder weniger ganz unterste, ganz unten dran, sage ich mal, sind diese LR, die man mehr oder weniger geschenkt bekommt. Sei es aus dem Barbershop, sei es, dass man sie aus dem Barbershop gegen Sandy holen kann, wie Hercool, sei es World Tournament Preise, Local Preise, Tenshinhan Piccolo, sei es 1000 Login Boni, Super Battle Road Preise und so weiter und so fort. Ihr merkt schon, das ist quasi ein Preis, so mehr oder weniger geschenkt, okay? Das ist so mal eine Schiene. Auf die will ich aber gar nicht mal so viel eingehen. Die nächste Schiene ist dann Prime Battle LR. Die Prime Battle LR haben ihre eigene Prime Battle Events und droppen dort Free-to-Play, beziehungsweise man muss sie Free-to-Play erfarmen, heißt man muss schon ein bisschen mehr Aufwand für sich dahinter stecken, um sie zu bekommen. Die höchste, sage ich mal, oder die Stufe drauf von Free-to-Play LR, die spielen in ihrer eigenen Liga und das sind wirklich nur 2 Stück, LR Vegito Blue und LR Metal Cooler. Was meine ich damit? Das ist wirklich sehr wichtig, damit wir erstmal einschätzen können, was können wir überhaupt hier von dem Prime Battle LR erwarten. LR Metal Cooler und LR Vegito Blue, nämlich meine Freunde, haben zum einen eine prozentuale Passive. Und dadurch kommen sie an Summonable Dokkan-Fessel-Charaktere ran und auch an Summonable LR. So gut sind sie, Freunde, und sind free to play. Kehrseite bei LR Vegito Blue und LR Metal Cooler ist jedoch, man braucht schon einen fortgeschrittenen Account, beziehungsweise einen vielfältigen Account. Mit vielen Charakteren, vielen Teams. Für das Battlefield zum Beispiel, wegen den Battlefield Gems für Metal Cooler. Oder auch für die LR Vegito Blue Missionen, da man von jedem Typus ein Team braucht, in dem das ganze Team mit 4 Battle Charakteren geschmückt ist. Da braucht man schon auf jeden Fall mehr Aufwand als Prime Battle LR. Denn der gravierende Unterschied bei Prime Battle LR ist, in ihren Events darf man nur Free-to-Play-Charaktere benutzen und mit dem Ginyu-Team zum Beispiel, mit dem Free-to-Play-Ginyu-Team, das ist für jeden zur Verfügung, das ist easy zu erfarmen, das kann man wirklich Free-to-Play sich erfarmen, sowohl das Ginyu-Team als auch dann quasi das Prime-Battle vom Vegeta, das funktioniert wirklich gesund Free-to-Play, wenn ich das so sagen darf, wenn ihr versteht, was ich meine. Das kann man, ist natürlich ein hoher Aufwand, die ganzen Medaillen zu farmen etc., aber das ist wirklich machbar für mehr oder weniger die Allgemeinheit der Spieler. Deswegen ist aber auch Vegito Blue und LR Metal Cooler in einer anderen Liga, weil der ihr Aufwand nochmal höher ist, sie prozentualen Boost dafür haben und sie deswegen an Summonable Charaktere rankommen. Damit die dann einen Standpunkt haben, Freunde. Aber im Umkehrschluss, was heißt das? Das heißt, diese Prime Battle LR, die werden niemals an LR Vegito Blue, beziehungsweise in jetzigen Status, die kommen nicht an LR Vegito Blue und LR Metal Cooler ran. Aber sie sind dennoch solide. Haben dafür aber einen konstanten Boost, sei es Freezer, Prime Battle Freezer, Goku, Vegeta oder Trunks, da ist das halt quasi das, was sie haben, konstante Passive, das werden wir uns aber gleich ansehen. So viel dazu, Freunde, ich hoffe, das kam an, damit ihr quasi erwarten, beziehungsweise damit wir das geklärt haben, was wir erwarten können aus so einem Prime Battle LR. Wir haben ja an der Stelle Prime Battle Extreme Int LR Super Saiyan Vegeta an der Stelle auf 100% gebracht, seine Set seht ihr, hat auf jeden Fall einen hohen Angriffsset, 99 Kosten an der Stelle.
Sein Niederskill ist, er gibt den Pyusenka-Trink Ki plus 3 auf HP Attack und F 70%. Er hat zwei Ultis wie der andere LR. Beziehungsweise mit der ersten Super Attack macht er Cross Damage. Mit der Ultra Super Attack hier an der Stelle macht er Mega Colossal Damage und erhöht seinen Angriff stark für eine Runde. Alright. Seine Passive funktioniert folgendermaßen: Er hat am Anfang der Runde immer 15.000 auf den Angriff und 20.000 auf die Verteidigung. Bekommt dann zusätzlich 15.000 auf den Angriff dazu und die Chance, zwei Additional Attacks zu starten. Diese können aber keine Superattacke sein, sondern nur, sind nur zwei Additional Attacks, nachdem er angegriffen wurde für 4 Runden. Heißt, wenn er einen Angriff bekommt, für 4 Runden bekommt er 15.000 auf den Angriff dazu und startet 2 Additional Attacks. Ich habe ihn auf 15 Crit geskillt, 6 Additional Attack, 5 Dodge, also von vornherein als Incharaktere. Wird auch empfehlen, auf Crit zu gehen bei ihm an der Stelle, damit man da mehr Schaden bei ihm mitnimmt. Okay, und damit auch die Additional Attacks den Crit bekommen. Linkskill an der Stelle sind Golden Warrior, Ki plus 1, Gegnersverteidigung 2000 runter, richtig. Dann haben wir an der Stelle noch Supercell ganz klar 10%. Wir haben Prodigy 10%, Saint Pride 15%, schon mal sehr gute, solide Linkskills, was einen Angriffboost gibt. Dann haben wir Royal Lineage Ki plus 1, wir haben Shattering Limit Ki plus 2 und Legendary Power auf den Angriff 5000%. Nicht 5000%, ja, 5000%. Nee, 5000, konstanter Boost, Legendary Power 5000. By the way, Legendary Power kommt man echt einen prozentualen Satz ändern, weil es ist Legendary Power. Das ist quasi der Fierce Battle Linkskills der LR. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und, ja, keine weiteren Linkskills mehr. Die Sache an dem ist nämlich, auf den LR-Status verliert der Prepared for Battle. Das sind Ki plus 2, das haben sehr viele Pyusane-Charaktere. Er ist ja auch in den Pyusanes drin, in der Kategorie. Wir werden ihn im Pyusane-Team showcasen. Seine Form davor hat Prepared for Battle. Er verliert es aber. Und das macht leider ein kleines Problem bei ihm aus, denn man muss das Team schon um ihn drehen. In einer Hinsicht ist das gar kein Problem, nämlich wenn man LR Majin Vegeta hat. So wie ich an der Stelle, man packt ihn mit LR Majin Vegeta in eine Rotation. Sie haben 5 Linkskills, Super Saiyan, Saiyan Pride, Legendary Power, Royal Lineage und Shattering Limit. Die kommen auf gut auf ihre Ulti, aber brauchen da trotzdem natürlich noch Supporter, damit die auf die Ultra Super Attack kommen. An der Stelle habe ich den Buff Goku mit am Start, der Shattering Limit Golden Warrior. Gibt aber nur Tech und Int-Charakteren Ki plus 1 Attack unter 25%. Wenn ihr Thales habt oder Tora, nimmt statt ihn statt dem Buff Goku ihn rein. Und dann habe ich noch physisch Super Saiyan Goku, der gibt Ki plus 2 für ihn auf den Angriff 20%. Hat auch Saiyan Pride an der Stelle, den kann man auf jeden Fall mitnehmen. In der anderen Rotation habe ich Evo Vegeta mit Ui Goku. Und quasi in dem Showcase wird es sich um die Rotation mit LR Majin Vegeta und Super Saiyan Vegeta drehen. Was aber jetzt, wenn man LR Majin Vegeta nicht hat, dann muss man halt eben sehen, schauen, dass man ihn in ein Team steckt, wo sein Partner Shattering Limit hat, ein Orb Changes, zum Beispiel der in Super Saiyan Goku, der ist echt nicht schlecht für ihn. Er hat Super Saiyan, Shattering Limit und sorgt für Int-Orb, ist ein Orb-Changer und hat Golden Warrior, falls ich noch nicht gesagt habe. Ihn kann man auch echt gut spielen, sei es Rotationsgang oder in der Rotation. Aber lange Rede, kurz Sinn, ihr merkt halt, man muss das Team schon um ihn herumdrehen. Wie gesagt, wenn man Majin Vegeta hat, die Rotation ist echt nice, die wird funktionieren. Majin Vegeta mit unserem Boy Free-to-Play Super Saiyan Vegeta. Jedoch ist es halt trotzdem stark um ihn gedreht, weil er keinen Prepared for Battle hat. Ich finde das total schade. Hätte der Prepared for Battle, Freunde, könnte man den auch ohne Bedenken mit Evolution Vegeta in eine Rotation setzen. Sie hätten dann Prepare for Battle Royal Lineage für ein Ki plus 3 Super Saiyan immerhin. Das kann man auf jeden Fall spielen. Problem ist jedoch, beziehungsweise warum will man ihn, oder warum kann man ihn vielleicht mit Evolution Vegeta spielen wollen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Super Saiyan 3 Goku habt oder eine andere zeitlich starke Rotation. Also LR Super Saiyan 3 Goku beispielsweise wie ich mit LR Majin Vegeta, dann nehmt ihr die Rotation, dann behält ihr LR Super Saiyan 3 Goku mit LR Majin Vegeta in einer Rotation und tut nicht statt LR Super Saiyan 3 Goku den Free-to-Play Vegeta rein. Es sei denn, ihr wollt ihn unbedingt spielen, natürlich. Macht das ruhig. Aber ich meine halt, wenn ihr die Karten habt, so vom Vergleich her, nimmt man einen LR Super Saiyan 3 Goku in die Rotation mit LR Majin Vegeta und könnte dann eigentlich den Free-to-Play LR Super Saiyan Vegeta in eine Rotation packen mit Evo Vegeta. Nur leider hat er kein Prepare for Battle. Deswegen funktioniert das nicht so gut. Und da habe ich mir tagelang, wirklich letzten Tage, ausgedacht, wie könnte ich das trotzdem drehen, dass ich den trotzdem mitspielen würde, trotzdem in einer Rotation halten könnte. Auch mein Majin Vegeta und Super Saiyan 3 Goku sind ein Luxusproblem, aber Freunde, ich würde es auf jeden Fall mal ankratzen. Und dann, Freunde, ist mir Folgendes passiert und ich habe das einfach gemacht, beziehungsweise eingefallen. Ja, das werden wir auch testen. Denn hier habe ich seine Baseform-Status, der hat by the way Prepare for Battle, aber ich habe ihn behalten, weil der Chattering Limit, Royal Lineage, Prodigies, Same Pride für Vegeta. Den werde ich in einer Rotation hatten mit dem LR Super Saiyan Vegeta und die andere mit LR Majin Vegeta und LR Super Saiyan 3 Goku. Und als Rotationscharakter haben wir den Buff Goku, Int und Tech-Charakteren, Ki plus 2, Attack unter 25%.
Und dementsprechend nehmen wir aber Evo Vegeta und packen ihn einfach aus der Rotation. Würde ich eigentlich niemandem empfehlen, aber ich wollte das einfach testen. Deswegen habe ich den Zeiten auch auf 100% gebracht. Wir werden es aber erstmal dieses Team sehen, weil in diesem Setup würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Da will ich aber auf jeden Fall noch hier reingucken, wie diese Rotation funktioniert. Dementsprechend würde ich sagen, gib mir kurz Zeit und ich arrangiere alles. Alles klar, Freunde. Und wir sind im Band von Freezer. Haben wir vorübergehend Typenvorteil mit meinem Vegeta, mit dem Free-to-Play-Vegeta. Die Erklärung zu ihm hat zwar ein bisschen lang gedauert, aber mir war es auf jeden Fall wichtig, dass sie auf jeden Fall verstehen, was sie von ihm erwarten können. Und zwar wird jetzt hier seine Passive noch nicht triggern, weil wir haben noch keinen Angriff bekommen. Erst danach für 4 Runden an der Stelle. Und quasi in dem anderen Setup, ich musste das einfach machen, Freunde. Hier kommt er schon auf 1,4 aufgerundet, okay, an der Stelle. Oh, die Ulti ist insane. Auf 1,4 aufgerundet, ohne Passive, Freunde. Ohne Passive, danach macht er nicht zusätzliche Angriffe. Er hat keine weiteren 15.000 auf seinen Angriff, kommt aber auf. Oh, ich habe jetzt A1 hier auf dem Radar. 1 Million so, 2 Edition Attack startet er. Ah, nein, stopp, sorry. Die startet er natürlich noch nicht, weil ihr habt gerade gesehen, wir haben davor keinen Angriff bekommen. Erst nachdem wir den Angriff bekommen haben, kommt auch der Teil dazu, in dem wir Zeit zusätzliche Angriffe bekommen. Heißt, wenn er nächste Runde wieder reinkommt, dann hat er das auf jeden Fall. Aber 1 Million so, schon vorneweg, ist gut. Was erwarte ich von Private LL, nachdem wir das Ganze zusammengefasst haben? Wenn sie sich im Radar bewegen zwischen 1 Million und 2 Millionen, sind sie auf jeden Fall solide, Freunde. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber ohne Spaß, ich wollte unbedingt alle drei LR in einem Team spielen. LR Majin Vegeta, LR Super Saiyan 3 Goku und LR den neuen Vegeta. Und ich habe meinen Kopf zerbrochen, wie mache ich das? Weil das hat nicht funktioniert, weil eben Prepare for Battle fehlt. Und dann dachte ich mir, weißt du was, die Antwort liegt eigentlich vor meinen Augen. Mir egal, ich mache das, ich will das auf jeden Fall testen. Wir tun Majin Vegeta raus hier, weil der soll in die Revolution kommen mit dem Free-to-Play-Vegeta. Ich habe gesagt, mir egal, ich mache das. Ich bringe Base vom auch auf 100%, klatsche in der Rotation. Da ist alles getriggert, außer Legendary Power und Super Saiyan und Golden Warrior. Aber dafür wird dann, also für Golden Warrior und Super Saiyan, wird dann noch der Buff Goku sorgen, wenn wir das später uns anschauen. Beziehungsweise werde ich dafür dann sorgen, dass die Rotation, die in dem Setup am besten sein wird, sein sollte, theoretisch, sollte dann sein, nachdem die Pässe von dem Free-to-Play-LR-Vegeta aktiviert ist, er in der Mitte steht, ganz links der Base vom Vegeta und ganz rechts der Buff-Goku durch den Support, durch alle links hin, hätte er dann alles aus Legendary Power und da erhoffe ich mir auf jeden Fall hoffentlich, dass sie da die 2 Millionen ankratzen. Das werde ich euch dann nachher in einem Ausschnitt zeigen, wenn ich das auf jeden Fall hinbekommen habe. Ich musste das einfach probieren, Freunde, Ich wollte es einfach probieren. Ich wollte einfach alle drei in einem Team verpacken. Und dann werde ich mal sehen, ob das Ganze so gut funktionieren wird. Hier in dem Setup, Freunde, wie gesagt, wenn ihr LR Majin Vegeta habt, spielt ihn Shattering Limit, Royal Lineage, Key plus 3. Ist auf jeden Fall gut geleckt an der Stelle. Wir behalten das Ganze mal hier noch so. Und zwar braucht er auf jeden Fall dennoch Key. Aber wir sollten auf die Ultra Super Attack bekommen. Wir haben einen Angriff bekommen. Ein Key fehlt. Okay, ein Key fehlt, macht nichts. Wir sollten auf die Ultra Super Attack kommen. Heißt, seine Passive ist getriggert. Hier werden wir auf jeden Fall was Gutes sehen an Schaden, hoffentlich auf dem Radar. Und man darf nicht vergessen, man muss diese 2 Edition Attack dazu zählen, Freunde, am Damage. 2 Millionen jetzt schon! Ah, weil wir die 2 Supporter haben. Geil, 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 geil. Sehr gut. Das ist gut, Freunde. 2 Millionen für einen Prime Battle LR. Und das ist mit der ersten Ulti. Beziehungsweise mit seiner Super Attack. 2,5 Millionen Crit, 2,5 Millionen Crit, danach hätte er noch 2 Additional Attacks, Freunde, und die hätten es in sich. Weil wenn die noch critten, dann kommt man sicherlich, dann zählt man mindestens 500.000 noch dazu Schaden und dann noch zusätzlich hätte er noch eine Chance, Additional Ulti, noch eine Additional Attack zu starten, die eine Super Attack sein könnte aus dem Dupe-System. Das muss man auf jeden Fall mitsehen, Freunde, denn das ist eine Damage-Quelle, ja, vor allem die 2 Additional Attacks. Aber das ist schon direkt... Jetzt habe ich es nicht vergessen, dass ich die 2 Evo Vegeta in der Rotation halte. Aber dass wir direkt die 2 Additional Attacks bekommen haben, richtig geil. Ne, nicht die 2 Additional Attacks, sorry, das meine ich gar nicht. Ich bin verwirrt, weil ich so gehypt bin wegen dem Charakter, dass sie direkt die 2 Millionen geknackt haben. Aber das war auch ein sehr gutes Setup an der Stelle, weil wir 2 Support hatten. Vielleicht habe ich mir da zu viele Gedanken gemacht wegen dem anderen Setup. Da bin ich echt gespannt, wie das andere aussehen wird. Freunde, lange Rede, kurz sind wir schon wirklich ein bisschen weit im Video. Die Erklärung war ein bisschen viel, aber ich wollte das auf jeden Fall ausführlich sagen, weil man vielleicht ein bisschen was Falsches erwarten kann von einem Prime Battle LR, sage ich mal. Wir nutzen ihn mal trotzdem, den Boy hier. Wir wollen auf jeden Fall noch zeigen, in einer Rotation mit LR Majin Vegeta, da sind 5 Links jetzt nämlich getriggert. Die kommen auch sehr solide zurecht. Das sollte auch eine sehr schöne Rotation sein mit ihm. Werden wir uns gleich ansehen können. Aber außerhalb davon...
Haben wir eigentlich sehr Gutes schon gesehen von ihm, beziehungsweise die Additional Attacks haben wir noch nicht gesehen. Die würde ich wirklich gerne sehen, dass er die zwei Additional Attacks durchbekommen, weil die kann man auf jeden Fall noch hinzuziehen zu seiner Damage-Quelle, wenn die Jungs hier mal ein bisschen langsam machen würden, sage ich mal. Sei es Goku und unser Boy. Ja, Vegeta, Evo Vegeta. Aber jetzt bin ich echt gespannt für die nächste Rotation. Jetzt sollten wir Majin Vegeta haben. Seine Passive ist nicht getriggert, Freunde. 4 Runden sind vorbei, aber er bekommt jetzt wieder einen Angriff. Und zwar machen wir das Ganze mal so. 6 Showcase-Runden würde ich einfach mal gerne sehen. Ich bombe hier mal kurz die Ki hoch von dem Boy. Wie der in der Rotation kommt an Schaden. Wir haben gesehen, auch mit der ersten Ulti macht er, kam auch 1 Million, glaube ich, am Anfang. Das ist echt gut, Freunde. Auch mit der ersten Ulti, da hatte der seine Passive noch gar nicht aktiviert. Kam auch für einen soliden Schaden. Wie sieht das Ganze hier aus? Ich glaube, vorhin hatten wir nicht mal 24 Ki, ne? Mit dem 2 Millionen. Jetzt ist sein Angriff erhöht und auf was kommen wir? 1,83, seht ihr, wenn man 2 Support hat, ist übertrieben, das macht schon was aus. Aber 1,83 haben wir hier, right off the back. Wie sieht es aus mit dem Schaden? Kommt ein Crit durch, 30% Crit-Chance haben wir durch die Passive. Und zwar, die Ulti sieht so geil aus. 1,89 und wir haben wieder die Additional Attacks nicht durchbekommen. Okay, Freunde, ich habe hier mal einen kurzen Cut gemacht, beziehungsweise die letzte Runde geskippt, damit wir quasi hier drauf kommen, weil es wird sonst viel zu lang, ich will das auch nicht allzu lang halten. Kommen wir auf den Duke-Mode? Leider nicht, aber ich hoffe, jetzt kommen mal die Additional Attacks durch. Wir haben hier 24 Key, alle links sind getriggert, Passives getriggert, 1,5 kommen wir hier, okay, alles klar. Jetzt will ich mal, komm schon, hoffentlich kommen die Additional Attacks jetzt durch und hoffentlich kratzt Freezy da nicht ab. Also, ein Crit sollte der, glaube ich, trotzdem überleben, unser Boy Golden Freezer. Falls unser Boy crittet, der hat bis jetzt immer gekrittet. Okay, jetzt nicht, also so 69.000, jetzt haben wir Additional Attack drauf. 1,1 sind wir ungefähr, 1 mit einem Crit. Okay, 1-1, 1-4 sagen wir mal aufgerundet, 1,4 Millionen Schaden. Okay, leider kam eine zusätzliche Additional Attack durch das Tube-System nicht durch. Aber ihr merkt schon, Freunde, mit den Crits, da kommt auch auf gut Schaden. Also overall mindestens, wie wir das jetzt betrachten könnten in dem Setup, kam auf mindestens 1 Million, wenn man alles hochrechnet mit den Additional Attacks etc. Ist auf jeden Fall zufriedenstellend für den Prime Battle LR, das ist auf jeden Fall gut. Jetzt lass mich mal ganz kurz die eine Szene da kreieren, wo ich das mit dem quasi mit dem anderen 100% Base von Vegeta teste oder sie in eine Rotation halte. Alles klar, Freunde, wir haben das, was ich euch zeigen wollte auf jeden Fall noch. Wir haben ja alle Linkskills getriggert, seine Passive auch, außer Legendary Power. Dementsprechend bin ich echt drauf gespannt, was wir hier zustande bringen können. Leider haben wir Typennachteil, aber mich interessiert, was auf dem Radar steht, nämlich 2 wieder über 2 Millionen. Aber in dem vorigen, im ersten Team hatten wir ein bisschen mehr, weil wir da Zeit-Support in eine Rotation hatten. Heißt im Endeffekt, man muss wirklich nicht auf Krampf alles im Team um ihn drehen, so wie ich das gemacht habe mit dem jetzt Basehorn Vegeta, um ihn in einer Rotation zu halten. Es reicht auf jeden Fall bei ihm. Er hat zwar quasi ein Defizit, weil er kein Prepare for Battle hat. Da nimmt man ein bisschen seine Vielfalt. Man schränkt ihn ein bisschen ein. Aber wenn man ihn wie im ersten Team, Freunde, mit einem Charakter in einer Rotation lässt, wie Majin Vegeta, der Shattering Limit, den Limit mindestens hat, Majin Vegeta gibt da natürlich ein bisschen mehr. Das ist wirklich ein sehr guter Partner für ihn. Dann funktioniert er auf jeden Fall. Das ist eine gute Option als Prime Battle Free-to-Play Ally in einem Pusane Team zum Beispiel, Freunde. Dementsprechend kann man ihn auf jeden Fall auf die Art und Weise spielen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, ihr wurdet ein bisschen schlau oder wir im Endeffekt. Ich hoffe, alles hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.